Hallo liebe Community, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nina. Wir machen heute ein paar Übungen, um eure Koordination und auch euer Gleichgewicht, eure Balance zu verbessern. Beides ist super wichtig, sowohl im Alltag als auch im Sport, um Verletzungen vorzubeugen und auch um unsere Arbeit in der Muskulatur noch effektiver zu machen. Wenn ihr noch nie in diese Richtung was probiert habt, fangt lieber erstmal klein an. Also ich habe immer verschiedene Schwierigkeitsstufen. Wenn ihr sagt, boah, ich kann kaum auf einem Bein stehen, dann bleibt dabei und geht nicht noch mit mir in die schwereren Variationen. Wenn ihr sagt, ich mache das schon für mich ein paar Mal, habe ich das schon mal trainiert, dann kannst du auch versuchen, mit mir in die schwere Varianten zu kommen. Ansonsten braucht ihr ein Kissen. Also einfach ein Sofakissen oder sonst irgendein Kissen. Ihr könnt auch ein Balance Pad benutzen oder euch einfach die Matte ein paar Mal rollen. Es geht nur darum, dass wir einen instabilen Untergrund kreieren wollen. Das heißt, dass unsere Fußmuskulatur noch mehr arbeiten muss, um uns zu stabilisieren. Und das wollen wir damit trainieren. Ja? Das Ganze auf einem instabilen Untergrund macht es immer schwerer. Also wenn du sagst, ich bin noch nicht so fit, mach das Ganze entweder auf dem Boden oder auf deiner Matte. Ja, manchmal reicht das auch schon. So, wir starten mit einer Koordinationsübung. Und zwar, wir kennen das alle. Armkreisen, super easy. Mach das mal mit mir. Total entspannt. Machen wir mal die andere Seite. Ja, nicht so koordinativ, nicht so ganz schwer, ne? So, wenn wir das jetzt gleichzeitig machen, ist das auch noch nicht so schwer. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber das kennen wir alle irgendwie so aus dem Sportunterricht oder aus dem Vereinssport. Da hat man das relativ lange und oft gemacht. Um das Ganze koordinativ schwieriger zu machen, machen wir das jetzt gleichzeitig, aber in unterschiedliche Richtungen. Das heißt, ein Arm geht nach vorne runter, der andere Arm geht gleichzeitig nach hinten. Starte immer hier oben über deinem Kopf und das kannst du dir auch immer so als Fixpunkt nehmen, wenn du irgendwie den Faden verlierst oder nicht mehr weißt, wo du hin sollst, triff dich immer wieder hier oben über dem Kopf und von dort aus kannst du dann weitergehen. Jawohl, wir machen noch drei Stück. Eins, zwei, prima, bleib hier oben. Wir wechseln die Richtung. Der Arm geht jetzt nach vorne, der andere geht nach hinten. Okay, und los geht's. Sehr schön. Gut, wenn du sagst, es ist überhaupt nicht schwierig für mich, kannst du das Ganze auch fließend machen, ohne Abstoppen in der Mitte. Jawohl, mach noch drei Stück. Eins, zwei, drei. Prima. So, einmal auslockern. Das war die erste Koordinationsübung. Jetzt kommen wir zu einer Koordination- und Balanceübung. Wir stellen uns auf unser rechtes Bein und nehmen das linke Bein einfach nach oben. Erstmal nur das. Das halten wir. Sehr schön. Die Arme kannst du hinnehmen, wo immer du willst. Wir halten das Bein hier und nehmen unseren Kopf nach rechts und links. Mach das schön langsam. Lass dir Zeit. Und jetzt merkst du schon, wie der Fuß anfangen muss zu arbeiten, um dich hier stabil zu halten. Sehr gut. Wenn dir das zu schwer ist, versuch erstmal nur eine Seite. Also, dass du immer nur erstmal auf eine Seite schaust und lösen. Sehr gut. Füße ein bisschen auslockern. Prima. Andere Seite nehmen wir hoch. Jetzt schauen wir aber nicht nach rechts und links. Das haben wir ja schon mal gemacht. Jetzt machen wir es ein kleines bisschen schwerer. Wir schauen nach oben und unten. Wenn du sagst, boah, rechts und links hat mir schon gereicht, mach das weiter. Wenn nicht, guck nach oben und nach unten. Nach oben und
und unten. Je nachdem, wie schnell du es machst, wird es schwerer. Je schneller, desto schwerer. Noch zwei Stück. Letztes Mal. Und Pause. Prima, sehr gut. Locker wieder aus, stell dich wieder auf dein rechtes Bein. Okay, das wäre die leichte Variante, wenn du sagst, da geht was. Nimm dir das Kissen und stell dich auf das Kissen. Hier, sehr schön. Oder roll dir die Matte oder nimm dir das Balancepad. Okay, wir gehen mit diesem Bein nach hinten in die Standwaage und versuchen, das Bein auf eine Höhe mit dem Oberkörper zu bekommen. Und komm wieder zurück. Sehr schön. Lass dir Zeit. Langsam in die Standwaage. Und wieder hochkommen. Prima. Die letzten. Drei Stück. Sehr gut. Nur noch ein einziges Mal. Prima. Und wechsel. Super. Wechsel das Bein. Ich mache jetzt noch einmal die leichte Variante ohne Kissen. Hier nach oben kommen und versuch dich so gut du kannst in die Waage zu stellen. Hier nach oben kommen und in die Waage strecken. Sehr schön. Am besten konzentrierst du dich auf einen Punkt am Boden, der sich nicht bewegt. Lass dir Zeit. Versuch hier auch den Po anzuspannen. Das gibt dir mehr Stabilisation. Und ein letztes Mal. Sehr gut. Und locker aus. Prima. So, wir bleiben auf dem Kissen bzw. auf dem Boden, je nachdem, was du kannst. Und wir kommen jetzt in die Standwaage. Erstmal deine Position finden. Und jetzt versuchst du im Wechsel mit der Hand den Boden zu berühren. Jawohl. Jeder Seite noch dreimal. Und löse. Prima. Andere Seite nochmal. Mache ich auch wieder in der leichteren Variante. Und du spürst jetzt vielleicht, dass dir der Fuß richtig wehtut. Das sind die Muskeln im Fuß, die die ganze Zeit arbeiten müssen, um dich stabil zu halten. Das ist super, weil starke Füße brauchen wir, vor allen Dingen fürs Laufen. Okay? So, komm in die Standwaage. Und komm hier im Wechsel nach unten. Lass dir Zeit, schau auf einen Punkt, der sich nicht bewegt. Noch zwei auf jeder Seite. Letztes Mal und komm nach oben. Super, sehr schön. So, ich zeige es euch jetzt von der Seite.
Wir legen das Kissen oder das Balance Pad vor uns auf den Boden. Und wir machen einen Ausfallschritt nach vorne. Und wieder zurück. Ja? Du kannst immer den gleichen Fuß nehmen. Hier runterkommen, hinteres Knie beugen und ab. Nochmal, gleicher Fuß. Hier stabilisieren und ab. Jawohl. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Und wechseln. Anderes Bein. Und das ist genau das, was wir im Alltag brauchen. Wir machen einen Schritt nach vorne und müssen diese Bewegung stabilisieren. 4-mal noch. Letztes Mal. Und Pause. Super. Sehr schön. Wir kombinieren das ein bisschen schwerer. Und zwar machen wir einen Sprung auf das Kissen und stabilisieren diesen Sprung. Okay? Wenn du Probleme hast mit dem Knie und sagst, ich kann nicht so gut springen, dann stellst du dich auf das Kissen, so wie eben, und drückst dich hoch. Okay? Alle Leute, die sagen, kein Problem, machen hier einen Sprung und stehen auf. Ja? Und auf. Jawohl. Und auf. Super. Noch 3 Stück. Versuche ein bisschen tiefer zu landen. Und je höher du springst, desto schwerer ist natürlich auch die Stabilisation. Und wechsel. Ich glaube, mein Kissen findet das nicht so lustig. Naja. Hochqualitative Kissen vom IKEA. Super, noch 3 Stück. Jawohl, noch 2. Letztes Mal. Und Pause. Sehr gut. So, das Kissen kam zur Seite. Wir machen noch eine letzte Übung für die Koordination und für das Gleichgewicht. Und zwar stellst du dich hin auf beide Füße. Du kommst hier nach oben auf die Fußspitzen, nimmst die Arme hoch und da merkst du schon, dass man ein bisschen anfängt zu arbeiten. Und jetzt versuchst du, ein Bein abzuheben. Wenn das zu schwer ist, nimm die Arme hier hin und wieder ab. Sehr schön. Nach oben kommen. Je nachdem, wo du kannst, nimmst du die Arme hin. Du musst nicht weit hochheben, ne? Und ab. Sehr gut. Noch 2 Stück. Und dann hast du es gleich geschafft. Und ab. Und ein letztes Mal. Und ab. Super. So. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war ein paar kleine Übungen zum Thema Gleichgewicht und Koordination. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin bleibt gesund, viel Spaß weiterhin und verletzt euch nicht. Bis dann, eure Nina. Tschüss.